So, damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben hier fleißig alles mögliche abgebaut letztes Mal und Creepy McCreep lungerte hier ja irgendwo rum. Ein echtes Problem, würde ich sagen, auf Dauer, da wir keine Ahnung haben, wie wir uns am besten gegen ihn zur Wehr setzen. Ich habe weder Pfeil noch Bogen, also auf Distanz können wir nicht gehen. Und Nahkampf macht jetzt auch nicht so wirklich Sinn, weil da haut er uns weg. Definitiv. Wir gucken mal, dass wir hier so vielleicht ein bisschen woanders hinkommen. Wir gucken mal so ein bisschen, wenn wir hier oben drauf langlatschen, was wir noch so entdecken. Vielleicht sehen wir ja irgendwas Schönes. Eine Kuh zum Beispiel da unten. Toll. Schöne Kuh. Aber hier ist auch eindeutig wieder zu dunkel, ne? Ja, sieht man. Oh, jede Menge Schafe. Mhm. Aha. Ja, wir könnten natürlich jetzt hier rüber, da hinten langlatschen. Das könnte man machen. Und dann anders wieder zurückgehen. Ah, wir haben sogar noch einen halben Tag Zeit. Weil dann wäre man jetzt hier und könnte vielleicht Fische fangen. Ist keine schlechte Idee. Machen wir. Hey, Fisch, komm her. Yes, ich habe einen Fisch gefangen. Ah, noch ein Fisch, sehr schön. Ich habe 3 Fisch. Sehr schön. Also ein bisschen Abwechslung, ne? Ist ja auch wichtig. Ganz viel Schafe. Schon wieder. Okay, was war das eben? Wollte nicht. Komisch. So, du dann auch hier, komm her. Wir suchen noch immer. Hast du jetzt schon. Dann nehme ich halt nochmal die Wolle mit, ne? Ist ja nicht so, dass ich sie nicht gebrauchen könnte. Aber eigentlich suche ich noch immer nach Hühnchen. Beziehungsweise eigentlich Eiern. Eigentlich suchen wir Eier. Denn das Hühnchen an sich bringt uns nichts. Aber wir wissen, wo ein Hühnchen ist. Boah, das ist eine Schlucht oder sowas. Scheiße. Ich glaube, das ist das, wo wir reingeguckt hatten, wo wir unten das Eisen gesehen hatten. Oder? Das ist das, genau. Aber dann ist hier auch in der Nähe das Hühnchen. Sind wir hier lang gerannt? Okay, es hört sich auch ein bisschen an wie ein Flugzeug, was vorbeifliegt. Also von daher kann man sich das dann so. Ach ne, ja, ist ja nur ein Flugzeug, ne? So, das ist das Hühnchen. Mal gucken, vielleicht hat das Hühnchen ein Ei gelegt. Oder vielleicht das an. Oh, das hat auf jeden Fall ein Ei gelegt. Das ist gut. Los, leg ein Ei. So, ich sperre dich jetzt ein, solange bis du ein Ei legst. Ich würde die gerne tragen können, das wäre so viel praktischer. Jetzt kann man halt nur warten. Also wir haben es jetzt hier eingesperrt, das heißt, rein theoretisch müssen wir nur jeden Tag hierher gehen, gucken und können hier wahrscheinlich dann ein Ei holen, aber ja gut. Muss halt auch klappen, ne? Ich
Leiter hin. Vorsichtshalber. Was ist da hinten? Weiß ich nicht. Also man hört es ja sonst plopp machen, ne? Macht es aber nicht. Ja, meh. Genau. Was macht das? Okay, wir müssen... Ich habe keinen Bock, dass schon wieder Creepy McCreepy auftaucht. Das heißt, wir latschen jetzt hier rüber zurück. Das ist auf jeden Fall kürzer. Und ich glaube auch der bessere Weg. Oh, vor allem, der ist ja immer so gut getarnt, ne? Oh, ich hasse diesen kleinen Bastard. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, aber Creepy McCreepy geht mir halt voll auf den Zeiger. Ja, immer noch. Also auch nach so vielen Folgen, ne, mag ich ihn immer noch nicht. Ich werde auch, glaube ich, niemals ein Fan von ihm werden. So, wir haben eins. Das hebe ich mir aber auf. Da will ich drauf warten. Also ich will zumindest zwei haben, weil vielleicht ist dann die Chance höher, dass dann was bei rauskommt. Hoffe ich. Naja, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.